Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Fischfleisch. Heute zu zweit mit... Erstochener Mann. Oder eher gesagt, erschossener Mann. Wow. Im letzten Part habe ich ein bisschen viel gemacht ausnahmsweise, war auch mal länger. Was denkt ihr, wo sonst diese Schafe hierher kommen? Das da unten ist nicht mein Verdienst. Das war ich, gerade eben vor der Folge. Ja, ich musste nämlich meinen scheiß Computer neu starten, weil ihr nix wollte. 360. Okay. Apropos, wollen wir heute wieder ein Turnier machen, dann könnte ich es wieder vorbereiten. Nicht solange wir zu zweit sind, würde ich sagen. Okay. So. Das fühlt mir bei dem. Pass auf, nein! Ich bin schon weggesprungen. Ich war gerade voll überrascht, ich wollte eigentlich gar nicht hoch. Mein automatisches Springen ist wieder an, obwohl ich es eigentlich aus habe. Yay, automatisches Springen, die beste Erfindung von Minecraft. Ja, finde ich auch. Genau wie das Schlagen mit dem Schwert. Ja, Cooldown. Sag mal, das sieht richtig gut aus, das Never-Zeug hier, ne? Ich weiß, passt auch super. Ja. So. Hast du gerade ein Schild oder so? Nein. Überall. Ich habe bisher noch kein Schild gemacht. Ich kann mit meinem Bogen manchmal die Skelette one-hitten, was geil ist. Oh, da ist ein Creeper in den Kühen. Ich werde detonieren sehen. So dumm bin ich. Ich habe letztens einen dort detonieren lassen. Ich weiß. So. Das war schon richtig schöne Scheiße. Und wetten wir? Was denn? Schaffst du es bis zum Ende der Folge, deinen Hund wiederzufinden? Was hast du getan? Ich habe niemanden getötet oder sowas. Ich weiß sogar, wo er ist. Ich habe ihn gehört. Scheiße. Ich dachte, du spielst auch ohne Ton. Nur wenn Skype ein ist, ist es ohne Ton. Du hast ihn vergraben, bin ich mir sicher. Axt. Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. So. Alter. Was? Hör auf, ey. Okay. Ich hab mir sauberes Schwert. Ich bin sicherlich stärker als du. Ja, das ist eh voll nett. Ihr beide habt ein Enchantment Table und ich werde ausgeschlossen. Alter! Mein Arm ist der Schnitzel. Was hast du mit dem angetan? Ja, bei dem Namen hört man schon, wie arm der ist. Der Arm ist der Schnitzel. Das klingt so dumm. Der ist der Schnitzler. Ich mag den Namen, der ist super. Hast du schon meine neue Base gefunden oder noch nicht? Ich hab es ja noch gar nicht danach gesucht. Ha. La. Oh, hier sind mal wieder gerade mal 20.000 Mobs. Ich habe inzwischen auch mal Slime-PvP's Kiste abgebaut und den Stuff, der drin war, zerstört. AKA verbrannt. Nein, ich werde gemobbt. Gruppenmobbing. Lel. Übrigens, mein Keller ist fertig und den findest du nie. Ich muss dann... Kann ich gleich mal gucken. Aber... Ob du den Keller findest? Ja. Ich muss sagen, wenn du nach meiner Base gesucht hättest, hättest du sie wahrscheinlich gefunden. Da gibt es nämlich ein... Eigentlich ist sie nicht so offensichtlich, aber überall, ich hab... Überall, diese dreckigen Skelette, wir müssen gleich mal schlafen gehen. Ja, ich gehe gerade schon zu meiner Base. Oh Gott. Im Baumhaus sind noch ein paar Reste, falls du irgendwas brauchst. Ich verreck hier. Das sind... In der Wiese sind gerade 5 Mobs her. Davon 2 Skelette und 3 Spinnen. Also wenn du noch irgendwelche Sachen brauchst, vielleicht findest du in meiner alten Base, was da liegen, noch ein paar Reste. Eine Fresse. Ach, ich soll die Reste nehmen? Gerne. Ich bin gern derjenige, der die anderen ausbeutet. Kannst du. Ich brauch das nicht, das Zeug. Bist du gerade in deiner Base? Alter, bei mir ruft was ab. Ey, also bei mir fehlt es ein Dachbalken. Echt jetzt? Das war ich nicht. Ja, ich hab keine Ahnung, wer das war. Wahrscheinlich sogar versehentlich von mir aufgebaut, ich hab keine Ahnung. Bist du gerade in deiner Base? Ey, ich geh schlafen, was sehe ich? Ein Pfeil in meinem Kopf. Aus was passt eigentlich dein Dach gebaut? Holz. Achso, ich dachte gerade, weil ich habe aus irgendeinem Grund eine Steinstufe im Inventar. Geil. Alter, gehst du mal schlafen? Bin ich. Ah, jetzt. Ja. So, ich suche dann mal nach deinem Haus. So, das wirst du so schnell finden. Ich hab halt was... Wow, so kann ich auch suchen. Well played. Den Wasserfall habe ich selber gemacht. Ah,
Den Wasserfall habe ich selber gemacht. Ja, der sieht sehr toll aus. Ich weiß. Hast du keine Bad-Höhle? Wenn schon, würde ich mir eine Bad-Höhle machen. Warum, hä? Ich weiß nicht, was du meinst. Bad-Höhle. Mit Wasserfallseingang. Das ist toll. Jetzt erstmal suchst du deine Base. Bist du dumm? Ja. Ich bin gerade einen Wasserfall hochgeschwommen. Unten bei dem Wasserfall ist meine Base. Oh. Du bist so doof, ich bin gerade aus meiner Base rausgegangen. Oh, ich sehe schon. Ah, ich sehe es. Ah. Ja, ich finde, das sieht da cool aus. Sieht nicht schlecht aus. Pff, danke. Aber mach dir dann so ein Magieteil. Alles andere wäre unnötig. Was meinst du mit Magieteil? Das ist dann ein bisschen magisch aussehen. Das mit der Höhle passt denn. Besonders weil die Beleuchtung ziemlich gut ist. Hm. Was ist es? Ich gebe Tipps. Ich weiß. Ich überlege ja gerade. Ich habe hier mein Rosa-Haus. Ja. Das pinker-flockige Wunderland. Oh, cool, hier ist zufällig, hier ist gerade komplett random ein Boot irgendwo angespült worden. Wer kennt es nicht? Bei mir zu Hause werden auch die ganze Zeit über Boote angespült. Bei mir auch. Ich suche jetzt deinen Keller. Hast du eigentlich Bist du hier bei mir? Ja. Hast du eigentlich dein Loch im Zaun gepflegt? Natürlich, ich habe dir jetzt zwei Dörfchen gesetzt. Das pflege ich dann wow. Normal. Das sieht wunderschön aus. Ich weiß, ich mach's später nochmal. Ich hab's am Anfang der. Ich muss mal kurz, mein Vater ruft mich. Okay. Das muss ich erstmal rausschneiden. Finde ich echt gut. Es tut mir leid, ich muss meine Katze abholen. Ja, und ich muss kurz applaudieren. Du hast gerade meinen Namen gesagt. Und jetzt ist er weg. So. Wo ist der Keller? Ich will ja halt nichts abbauen, das wäre auch ein bisschen dumm. Aber irgendwo muss hier ja ein Keller sein. Ich weiß eigentlich, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich den wirklich nicht finde. Das finde ich halt echt immer noch arschig. Oh, okay, er hat einen Anruf verlassen. Ja, warum gehe ich überhaupt in den ersten Stock? Ne, weil Coolstar von Gommes Lehrling haben sich jetzt zusammen ein scheiß Crafting Table, nicht Crafting Table, Enchantment Table gemacht, mit Büchern den verbessert. Und wer ist mal wieder ausgeschlossen? Genau, ich. Boah, ich wette, der wird so richtig dumm random versteckt sein. Guck mal außen lang beim Haus. Nee, hätte ich ihm auch zugetraut. Hier ist gar kein Platz hinter dem Banner. Wetten, ich müsste da einfach irgendwo irgendwas freigraben oder so. Ja, stimmt, da geht ja auch sein Zuckerrohr kaputt. Warte aber mal. Aha. Tolle Geräusche, ich weiß. Habe ich die Leitern, die da logischerweise weggespült worden sind? Hier sind sie. Gut, gut. Ich werde vermutlich, wenn er ankommt, so tun, als hätte ich nichts gefunden. Schön. Was zur Hölle? Ich weiß schon mal, wo das ist. Diese Wassersäulen waren sicher das Untermittel. Hier. Wie löst man das aus? Ich will da hier nochmal sicher gehen. Nee, doch nicht. Okay.
habe jetzt kein Lapis dabei, Kacke. Hier, die zwei Blöcke muss ich mir merken. Halt. Ich wette, dass ich mit irgendeiner Druckplatte... Das ist keiner Sound, kurz so aus. Irgendeiner Druckplatte hier werde ich das schaffen. Irgendeiner dieser Druckplatten wird sich das vermutlich öffnen. Mal im Ernst, mich interessiert gerade, wo das ist. Oh, das war nicht beabsichtigt. Das einzige verräterische Indiz. Ah ne, ich hab den Löwenzahn wieder aufgehoben. Ich werde hier natürlich alles wieder normal hinbauen, damit er nicht weiß, dass ich hier war. Offiziell werde ich es leider nicht geschafft haben, den Geheimkeller zu finden, bis diese Folge online kommt. Ich will jetzt halt wissen, wo das genau hinführt, dieses Redstone-Signal. Hier, hä? Wird denn hier was aktiviert? Oh, wo habe ich den Hebel her? Den muss ich aus Versehen abgebaut haben. Hä? Warum aktiviert sich das jetzt nicht? Wer kommt nicht gleich online? Boah. Wahrscheinlich muss der Hebel... Hä? Der reagiert da gar nicht drauf. Hä? Das Redstone reagiert nicht auf den Hebel. Ehrlich gesagt nicht, wie das sein kann. Ich bin kein Profi mit Redstone. Aber diese Folge endet hier. In der nächsten verzauber ich mal ein bisschen Equip. Oh, ich dachte kurz, er hätte wieder beigetreten. Ciao.